Hallo ihr Lieben, wie oft kriegt man in sicherlich bestgemeinter Absicht die Empfehlung, hol einfach mal tief Luft. Können wir bitte auch da ein bisschen zur Realität zurückkehren? Wie stehen denn die Leute vor unserer Behandlungstür mit ihren Sorgen und Schmerzen? Welchen Atemzug muss ich tun, damit es mir besser ergeht? Naja, dann ist doch die einzig reelle Antwort, Engerle, den Atemzug gibt's nicht. Wir haben doch allesamt mit nichts anderem mehr Probleme, als mit dem nicht zu tun und zu lassen, anstatt uns noch mehr zu bemühen, um dann endlich zu verdienen, dass es uns besser ergeht. Unfassbar liebenswert, die Leute dich dann reinholen und sagen, komm mal her, mein Schatz, bitte lass mal Luft raus, atme mal tief aus. Was machen Sie? Man bleibt im Gewohnheitsbereich, man will korrekt die Aufgabe erledigen, man atmet erstmal noch mehr ein und kommt bestenfalls da wieder an, wo man gestattet ist. Was sagt denn der Körper, wenn er mit uns spricht und wir ihm zuhören? Ich bin erschrocken. Was sagt er, wenn er macht? Ich stöhne aus, ich kann nicht mehr, ich bin müde und da geht's doch der Wahrheit entlang. Was fehlt, ist dieses ja, ich kann mal eins zu eins diesen einen Liter, der immer da drin ist, wirklich rauslassen. Ja, ich kann direkt mal stöhnen. Versucht mal zu stöhnen beim Einatmen. Klappt nicht. Versucht mal zu lachen beim Einatmen. Klappt nicht. Versucht mal zu lassen beim Einatmen. Ganz schön schwer, nicht wahr? Drum einfach meine Bitte, macht es euch doch einfach leicht und nehmt das mit, was passiert beim Ausatmen. Da kann man lachen, da kann man stöhnen, da kann man lassen und danach geht es einem definitiv besser. Dieser obere Bereich, stellt euch das einfach vor, steht für euer Tun, euer Machen, euer ich muss es mir verdienen, dann kriege ich das vielleicht auch. Und dieser so unbekannte, so selten genutzte halbe Bereich darunter, der steht fürs Nee. Ich bin müde, ich lasse jetzt erstmal diese ganze Anspannung auch in den Boden rein, über die Knie und über die Füße und dann bemühe ich mich vielleicht wieder. Daher dieser so unheimlich wichtige Tipp, wie ich meine, zu sagen, Schätzelein, wenn euch jemand ruft, wenn euch jemand uns Leben und der Alltag was abverlangt, gewöhnt euch diesen kleinen Tick an zu sagen, Moment, ich komme. Moment, ich tue. Moment, ich mache. Moment, ich erledige. Und es wird um genau so vieles effizienter sein, wie wenn ihr einen Muskel benutzt, der vorher immer so gemacht hat und sich zwischendrin aber mal erlaubt hat, loszulassen und jetzt ein ganz anderes Bewegungsausmaß genießt. Ganz, ganz lieben Gruß. Ciao.